Wusstest du, dass Brennnesseln bei der sanften Ausleitung von Schwermetallen aus dem Körper sehr hilfreich sein können? Schön, dass du wieder einschaltest. Patrick hier von deinem Minomio-Team. In dem Interviewausschnitt aus dem Borreliose-Kongress mit Britta Diana Petri und Sabine Hofele sprechen beide ebenfalls über die benötigten Bindemittel, die für die Ausleitung von Schwermetallen unabdingbar sind. Beide gehen auch auf eine sehr wichtige, aber oft vernachlässigte Grundvoraussetzung zur Wiederherstellung der eigenen Gesundheit ein. Und zwar die Implementierung von wohltuenden Lebensgewohnheiten, wie zum Beispiel Gärtnern, Spazierengehen oder einfach mal ein Tier zu streicheln. Die Moderatorin Sabine Hofele ist ganzheitliche Ernährungs- und Gesundheitsberaterin sowie spezialisierte SIBO-Trainerin. Sie selbst war betroffen von einer chronischen Borreliose. Inzwischen ist sie vollständig gesund und hat auch weitere Krankheiten wie EBV, Fibromyalgie sowie diverse Koinfektionen und das chronische Müdigkeitssyndrom bekämpft. Britta Diana Petri bildet an ihrer Rainbow Way Akademie in der Pfalz holistische Gesundheitsvitalkost- und Lebensberater, vegane Vitalkostzubereiter, Rohvegan-Chefs und holistische Fastenleiter aus. Sie ist Autorin von vielen veganen Rezeptbüchern und im Rahmen der natürlichen Gesundheitslehre ausgebildet. Neue spannende Videos gibt es mehrmals pro Woche. Abonnier den Kanal und klick auf die Glocke, nur so verpasst du nichts. Viel Spaß! Soziale Kontakte, Bewegung, Sport, frische Luft, freies Atmen, gutes Wasser, eine sehr naturnahe, frische Ernährung, ja. Kreatives Zubereiten, ja, kreativer Energiefluss, das bringt auch viel Heilung, ob du malst oder gärtnerst oder das ist eine ganz wichtige Geschichte bei der Selbstheilung, ja. Viele Menschen, die sind so in irgendwelchen Strukturen eingebunden, die sind so voll von Potenzial und haben es noch nie geschafft, erstmal rauszufinden, was will denn da alles aus mir raus und was will sich gestalten. Und wenn diese kreative Energie geweckt wird, die hat eine ganz riesige Heilkraft. Absolut. Oh, ich bin dir so dankbar, dass du das thematisierst. Also ich kann das aus meiner eigenen Erfahrung auch bestätigen. Wenn man allerdings in so einer schweren Erkrankung ist, ne, wo jeden Tag irgendetwas wehtut, es ist sehr, sehr schwer, dann die Gedanken auf etwas anderes mal zu richten. Aber dahin, wo die Energie geht, du weißt es, du hast es uns beigebracht in der Schule, die Aufmerksamkeit geht in diese Richtung. Und wenn wir jeden Tag uns immer wieder die Schmerzen ins Gedächtnis rufen, dann werden die viel präsenter sein. Und ja. Wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf etwas richten, was für uns angenehm ist, wo wir unsere Achtsamkeit hingeben in einer positiven Energie. Und das kann ganz individuell sein. Ne? Der eine, der gärtnert vielleicht gerne oder der nächste geht spazieren oder der nächste hat ein Tier und freut sich, mit dem spazieren zu gehen. Diese Dinge bei jedem Borreliose-Kranken rauszukitzeln. Was ist dein Punkt im Leben, der dir diesen Frieden, diese Rückzugsmöglichkeit gibt? Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den du da gerade angesprochen hast. Es ist natürlich nicht leicht, also das muss ich auch zugeben. Ich war mal auf einem Kongress und da hat der Professor Naumann, ein Krebsspezialist, der hat gesagt, versucht bitte, egal wie schwer krank ihr seid, versucht euren Blick und eure Achtsamkeit in etwas zu geben, was eine positive Energie erzeugt. Und da war ich anfangs sogar, weil ich war da noch sehr krank, da war ich so ein bisschen, also ich fand das gar nicht gut, was der gesagt hat. Ne? Ich habe gedacht, ja, soll der mal meine Schmerzen haben? Also ja. Ich konnte mit dem Gürtelrose-Erregern, mit dem Postzoster, das war sehr schmerzhaft. Und da bin ich 2 Jahre auch mit rumgelaufen. Und da war das nichts, so den Blick auf irgendetwas anderes richten. Aber am Ende muss ich doch sagen, dass er wirklich recht behalten hat. Und am Ende habe ich mich fokussiert auf etwas, also bei mir war es die Gartenarbeit. Ich liebe das mit den Fingern, Blumen zu pflanzen und in der Erde zu wühlen. Und das war fast wie so eine Art meditativer Vorgang. Und in dem Moment habe ich wirklich diese Schmerzen deutlich weniger gespürt. Und ich habe mich total konzentriert auf das, was mich in dem Moment auch erfüllt hat. Und das hat tatsächlich eine Frequenz und eine Energie in mich reingegeben, was oftmals viel wichtiger ist, wie jedes Vitamin, was man reingibt. Also den Blick auf irgendetwas, was dich zutiefst innerlich erfüllt. Und bei der Gartenarbeit hast du direkt
den Kontakt mit allen Elementen. Du stehst auf der Erde, du hast die Erde in deinen Händen, ja. Das heißt, diese Schwingung dieser ganzen Mineralien und Spurenelemente und alles, was da drin ist, ja, das geht in dich rein. Du bist ein Teil davon, du bist damit verbunden, ja. Und es gibt dir eine ganz andere Erdung in dem Moment, ja. Und du bist auch mit den Pflanzen in Verbindung, ja. Und da ist auch Wasser drin in den Pflanzen und du gießt die und machst und tust. Du bist auch mit dem Element Wasser ganz nah in Verbindung, ja. Und die Pflanzen, die haben auch ganz spezielle, die sind mit speziellen Elementen verbunden. Zum Beispiel die Wurzeln, ja, die sind mit dem Erdelement verbunden. Und das Grün, das Blattgrün und die Stängel und das alles, ja, das entspricht dem Element Wasser. Und die Blüten, dem Element der Luft. Und die Früchte und Samen und Nüsse, dem Element des Feuers. Und wenn du in deinem Wesen, zum Beispiel in deiner Krankheit, wenn dir die Erdung fehlt, dass du viel zu, ne, wie sagt man da, man ist so, ach Gott, so luftig und so weg irgendwie. Und dann kannst du dich mit Wurzelgemüse und mit Erdungsübungen und mit Gartenarbeiten der Erde und Spaziergängen und alles wieder runterbringen. Wenn du mit dem Herz Probleme hast, Herz-Kreislauf-System, oder du fühlst dich einfach, so im Ungleichgewicht, da kannst du dich mit Grün, und indem du deine Körpersäfte wieder in Ordnung bringst, ja, dein ganzes Wasser im Körper wieder in Balance bringst, kannst du auch mit Waldspaziergängen und mit grünen Sachen essen und Grünsäfte trinken und Grassäfte und Kräutersäfte und Brennnesseln, ja. Brennnesseln können sogar dabei helfen, Schwermetalle zu binden und auszuleiten, fast wie man das bei der Chlorella macht, nur halt ganz einfach und sanft. Und ich würde bei allen Ausleitungsverfahren so sanft vorgehen, dass der Körper, der ohnehin überlastet ist, und die Ausscheidungsorgane, dass die gar nicht so gereizt werden, sondern ja, das ist von alleine gekommen durch dieses Ganze, ne, dass man nicht auf sich geachtet hat oder wusste nicht, worauf man achten soll. Hey, wer bringt's uns bei? Ja. Ja, das müssen die Menschen erst mal beigebracht bekommen. Das gehört eigentlich schon in die Grundschule. Weißt du, dass die Kinder in der Schule schon lernen oder im Kindergarten schon lernen, was bedeutet Gesundheit? Wie funktioniert der Mensch? Was brauchst du, um Voraussetzungen für Gesundheit zu schaffen? Ja, wie interagierst du mit der Natur und mit allem, was da ist? Ja, und wie entwickelst du dein Potenzial, damit du auch glücklich und zufrieden bist? Weil ein glücklicher, zufriedener Mensch, der wird viel schwerer krank, wie ein Mensch, der die ganze Zeit traurig und unzufrieden ist in seinem Leben, in seiner Arbeit, in seiner Beziehung. Viele Leute sagen, Mensch, was mache ich denn hier eigentlich? Wozu? Und das erfüllt mich gar nicht. Ich muss aber Geld verdienen für das und das und das und das, weil diese Krake an System auf der Welt sitzt und die da aussaugt. Das ist ja der Wandel, der jetzt passiert, dass das aufhört und dass sich die Dinge verändern. Da gehe ich jetzt mal davon aus. Und dass alle zusammenhalten und jeder Mensch wieder in seine Eigenverantwortung geht und sagt, hey, jetzt lerne ich für mich selbst zu sorgen, für mein inneres Universum, den nächsten Raum um mich rum, und wenn ich das alles auf die Reihe habe und dann den nächsten Schritt und den nächsten und den nächsten und dann mit anderen gemeinsam. Und so verändern wir die Welt und so machen wir alles wieder gut. Aber man muss bei sich anfangen und erstmal schmerzfrei werden, ohne Reizung, ne? Irritation, Entzündung. Aber das, was du ansprichst, erstmal diese Entzündung, Irritation wegzukriegen, da spreche ich wirklich auch aus der eigenen Erfahrung. In dem Moment, wo wir als erstes mal sehr giftarm leben, fallen viele Irritanten weg. Und das ist das Schöne, wenn etwas da ist, was jetzt nicht mehr stört, dann hat der Körper aber auch wieder die Kraft und die Energie, Heilprozesse zu schalten und wieder die notwendigen Reparaturen anzugehen. Und du spürst es gleich, wenn du ein Gift weniger hast, oder? Also wie hast du das erfahren? Also ich gehe ja in meinen Beratungen ein bisschen anders vor, weil ich eben sehr viele Menschen bei mir in der Beratung dann auch hatte, die große Probleme mit diesen gängigen Entgiftungstherapien gehabt haben. Ja. Bei Borreliose ist das sehr häufig so, dass sehr schnell, also man geht davon aus, Borreliose-Erkrankte sind in der Regel sehr schwermetallbelastet. Und
Die Therapeuten wollen dann irgendetwas mobilisieren, ein Gift mobilisieren. Dann werden DMPS, DMSO, Chlorella, Bärlauch, Koriander, diese Dinge werden genommen, um ein Gift zu mobilisieren. Und das heißt aber nicht, dass es dann auch ausgeschieden wird. Das heißt, das schwirrt dann darum in den Ausleitungswegen und Organen. Und der Körper. Wenn du eine Schneekugel schüttelst, ist alles gelöst, aber es kommt nicht raus. Und dann haben wir aber auch Drainagewege im Körper. Und diese Drainagewege, die müssen ja dieses Gift auch befördern zu den Ausleitungsorganen. Ich sage meinen Kunden eigentlich immer, überleg mal, du hast in der Küche Abflüsse. Und wenn du jetzt in deinen Abfluss immer irgendwas reinmachst, irgendein Lebensmittel, dann verstopft irgendwann auch deine Zuleitung in deiner Küche. Und so ist das bei uns im Körper auch. Diese Ausleitungs-Drainagewege, die verstopfen. Und wenn man dann immer weiter Gifte mobilisiert, dann verstopft das. Und dann kann man diese Gifte nicht nach außen bringen. Und dann braucht man erstmal auf jeden Fall Bindemittel. Die Bindemittel, damit wir diese Gifte, die da rumschwirren, erst einmal binden. Und dann muss man sehr genau wissen, als achtsamer Berater, ist jetzt zum Beispiel vielleicht ein Aluminium dabei. Ein Aluminium kann ich nur mit speziellen Bindemitteln binden, mit Silizium beispielsweise. Ne? Oder ich habe vielleicht ein Quecksilber, was machen wir damit? Das ist mobilisiert, das muss ja irgendwo abgebunden werden. Und da gibt es auch nur ganz spezielle Bindemittel, die das leisten können. Aber da muss man wirklich schon sehr achtsam sein. Oder wenn die Borrelien beispielsweise absterben, weil eine bestimmte Therapie gemacht wird, entfallen ja Neurotoxine durch den Erregerzerfall. Und das kann zu erheblichen Entzündungen, wie du eben sagtest, zu Entzündungen führen. Und da müssen wir achtsam sein. Wenn eine Entzündung da ist, dann sagt der Körper, puh, hier ist zu viel mobilisiert worden. Es ist jetzt zu viel Entzündung da. In dem Moment müssen wir aufpassen. Das heißt, wir gehen erst einmal einen Schritt zurück und wir mobilisieren nicht weiter. Und wir machen die Therapie, die fahren wir erst einmal zurück, damit der Körper sich erholen kann. Der muss ja wieder nachkommen und erst mal mit dem, was sich jetzt ein bisschen verändert hat, klarkommen. Das war's mit dem heutigen Video. Möchtest du mehr über uns und unsere Arbeit erfahren? In unserem Kanal findest du viele weitere informative Videos. Vergiss also nicht, den Kanal zu abonnieren. Hinterlass uns auch gerne Kommentare und teile deine Erfahrungen mit Borreliose. Ich freue mich sehr, von dir zu hören. Bis zum nächsten Video.